Ja, ich muss mal auf jeden Fall hier noch was loswerden. Das ist auf der einen Seite wieder was, sag mal, sehr, sehr Gutes. Auf der anderen Seite, ja, zu dem letzten Video vor allen Dingen, wo ich hier den SAR-Switch, ja, wo die Batterien, ne, ja, wo ich das Video gemacht habe, hatte ich ja gesagt, ich hatte es doch drunter geschrieben, dass das nicht perfekt ist. Und wir haben unseren einen Übeltäter. Und zwar dieses Ding. Weil die Ladung im SAR-Switch, quasi wenn hier Batterie 1, 2, wenn ich die jetzt benutze, macht es ja in die nächste, habe ich eine Ladung. Ne? Das funktioniert alles wunderbar. Das Problem ist nur, dass im Hintergrund läuft übrigens Segelohren, wundert euch nicht, das ergibt sich gleich, dass so wie das hier lädt, haben wir bei Beladung auf der schräg gegenüber auf der Batterie Entladung. Also das ist quasi die schräg hinten, ne? Die war ja vorne dran und die. Und hier die war hinten. So, und die hat dann angezeigt 2 Volt. Und ja, da war ich natürlich erstmal und dachte, wer weiß, was hier, hab mal reingeguckt. Jetzt kann man ja auch mal reingucken, dass ihr mal seht, dass die jetzt schon ein bisschen älter ist, wegen der Kristallbildung und so. Ach, gerade wieder das übelste Video erwischt. Vom Segelhorn. Naja, es hört gleich auf. Egal, müsst ihr durch. So, und zwar hier. Also das, was ihr da jetzt seht, das ist, guck, ihr seht, könnt ihr bis auf die Platten runterschauen. Na, also hier sieht man die Platten. Das hier oben drauf, das ist ein bisschen irgendein Belag, aber vorher schon. Aber hier unten seht ihr die Platten, also jetzt ganz einfach unten. 6 Uhr. Na? Und es ist so bei den anderen, sieht das auch gut aus. Jetzt sieht man es gut. Na? Seht ihr schön die Platten. Und da ist nichts mit Kristallen oder irgendwas. Na? So, dann war die wie gesagt bei 2 Volt oder 2,5. Ich hab's leider nicht gefilmt, leider Gottes. Da dachte ich mir, jetzt musst du mal gucken. Ob die jetzt, also eine normale Batterie wäre ja leer, ne? Wenn die auf 2 Volt runtergefahren wurde, durch das so anschließen. Und ja, jetzt passt mal auf. Ach, jetzt ist das gerade das Video alle. Moment. Wir wollen ein bisschen Ton machen. Das ist ja Copyleft, glaube ich, also darf ich ja. Batterien? Hier. Da gibt es solche. Maximum, ja. Zinkkohlebatterien, ne? Also dafür sind die echt top. Die haben so einen Kohlestab. Also die geht jetzt runter, ne? Aber ich meine, die war auf 2 Volt. Ich wollte erstmal wieder ein bisschen vorsichtig. Ist erlauben, ne? Das ist klar. Also nicht gleich mit Netzspannung rangehen, sondern erstmal mit 12 Volt. Also mein der Solarregler hat auch angezeigt, dass die Ratzeputtel leer ist, dass da nichts mehr rauskommen kann. Das Ding macht alle möglichen Sachen. Ja, aber da dieses Ding ja bis 5 Volt geht, ne, machen wir jetzt mal was. Also ich hätte vielleicht schon eher tun sollen. So, jetzt habe ich meinen Ton von Elaun. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier. Wie gesagt, bei 5 Volt schaltet es dann ab. Mal gucken, wie lange das geht. Hand, ne? Das macht er alles von selber irgendwie. Ja, jetzt geht das Gequietsche wieder los, machen wir alles. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Und ja, wir müssen jetzt quasi bei den SAR-Switch, wenn wir den extern laden wollen, ob das, wie gesagt, ob das überhaupt noch vonnöten ist mit den Ladenbatterien, fragt mich nicht. Aber wenn, dann müssen wir den SAR-Switch beim Laden trennen. Ne? Also die Solarzelle
nicht ran, also die muss dann quasi, wenn die Solarzelle lädt, muss der SAR-Switch abgeschalten werden. Müssen die Batterien einzeln laden, wenn die überhaupt noch laden müssen, ne? Ja, das wollte ich mal noch schnell loswerden, nicht, dass ihr euch dann sonst wundert. Okay. Sonst laufen noch die Projekte, ja, mal sehen. Bis später.